Außenseiter gegen Favorit, der erste FC Lok Leipzig gegen Schalke 04. Im Bruno-Plache-Stadion empfängt die Regionalligamannschaft von Carsten Hensel den Bundesligisten aus Gelsenkirchen. Die Knappen siegen mit 2:1, dennoch sind die Gäste gefrustet. Der Platz war wirklich unterirdisch schlecht, wenn man sich die Sachen hier angeguckt hat vorher. Und es war kaum möglich, da einen vernünftigen Ball zu spielen. Und deshalb, glaube ich, kann man das nicht wirklich als vernünftigen, ernst gemeinten Test bewerten. In der Anfangsphase zeigen die Schalker, dass sie ein Champions-League-Anwärter sind. Nationalspieler Julian Draxler und Christian Clemens sorgen für Offensivakzente. Bereits nach 4 Minuten netzt Neuzugang Adam Choloi zur 1:0-Führung ein. Die Blau-Gelben lassen sich aber nicht einschüchtern, dringen bis in den Strafraum vor. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Er sagte, dass ich ihn berührt hätte, aber ich wusste nicht, wo ich sonst hin sollte. Ich kann mich schlecht den Luftlauf lösen. Aber ja, Gott, es ist passiert und Elfmeter hat er gut geschossen und passiert eben. Ist zum Glück kein Pflichtspiel gewesen. Es ging heute nicht um so viel. Ne, deswegen habe ich schon gesagt, wenn es das Champions League Finale gewesen wäre, dann wäre die Aufregung wahrscheinlich ein bisschen größer gewesen. Von daher war es jetzt, denke ich mal, was Normales. Leipzig spielt nach dem Ausgleich mit viel Einsatz. Mittelfeldspieler Raik Hildebrand sieht gelb. Die Lok-Fans genießen die Partie, auch wenn es erneut der S04 ist, der trifft. Wieder Choloi. Mit einem knappen Rückstand geht Lok in die Pause. Ist sensationell. Ich hoffe, dass die Fans jetzt auch gemerkt haben, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die richtig Gas gibt, die sich fightet, die sich zerreißt. Nach dem Seitenwechsel schalten die Schalker mehrere Gänge zurück. Dennoch bekommt Lok-Schlussmann Julian Latendress einige Chancen, um sich auszuzeichnen. Die Nummer 1 im Kasten des Regionalligisten ist aber ein anderer. Der Trainer hat beim Braunschweig-Spiel gesagt, dass ich als Nummer 1 in die Saison gehe. Hatte ich mich natürlich super gefreut, aber darauf ruhe ich mich nicht aus. Ich mache weiter, gebe im Training auch weiter Vollgas. Ja, Steven Braunstorff hat ja schon am Samstag gehalten. Er ist für die ersten Spiele im Tor. Er hat bis jetzt überzeugt. Julian kam ein bisschen später dazu, hatte dann noch ein bisschen Verletzungspech. Hat er 10 Tage nicht trainieren können, deshalb ist jetzt erstmal auch die Entscheidung auf Steven Braunstorff gefallen.